Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Imperium Galactica Survivor. Und wir wollen natürlich heute erstmal die Ressourcen, die wir eingesammelt haben, auch mal gleich alle in den Hochofen schmeißen. Was? Mehr haben wir nicht. Ach hier, sind die alle drin. Ah, okay. So. Was Gegenstand kann nicht akzeptiert werden? Was? So, dann werden wir das hier erstmal alles rausnehmen hier. Okay. Das mal hier oben hinschmeißen, dass jetzt mal ein bisschen ihr Restrum umwandelt auch. So, Golderz. Haben wir nur eins? Das ist ja auch ein bisschen wenig. So, Satium, Kupfererz, Kobalt und das. Okay, den Rest können wir nicht abarbeiten. Den werden wir jetzt nach unten bringen. Eigentlich hier in unsere Kisten. So, wir haben Eisen. Haben wir Eisen bei? Nein, Silizium. Okay, dann kommt hier hin Neodymium. Okay, aber das muss natürlich Schriftfarbe braun werden. So, dann haben wir hier, können wir Zaskosium mal reinschmeißen. Zaskosium. Ja, kriegen wir das auch auf 20. Zaskosium war rot. So. Promethium. So, dann können wir hier Satium machen. Satium. Ja, das kann auch gelb bleiben, das ist egal. So, dann haben wir hier Kupfer. Kupfer war blau. Ah ne. Kobalt. Ups. Kobalt. Und dann haben wir hier. Hier haben wir Kupfer. So. Kupfer. Rot. Ein anderes Rot. Okay. Oh, warum ist das so klein? Vergessen den Regler rüber zu schieben. So. Und dann kommt hier noch Erestrum. Und das ist hier dieses eklige Grün. Okay. So. Und dann müssten wir die eigentlich auch noch hier umbenennen. So, das war Erestrum. Gelb. Wo müssen wir das noch Pentaxid benennen, siehst du? Zaskosium. Zaskosium. Das wenn wir ja, war das rote. 20. Dann haben wir hier Neodymium. Neodymium. Dann haben wir das auch alles gleich sortiert hier. Oder beziehungsweise alles auch ausgeschildert. So, Schriftfarbe braun. Und dann hatten wir hier, war glaube ich Kupfer drin, ne? Kupfer, genau. Kupfer. Rot.
Und hier war Kobalt. Oh, was? Hallo? Wer ist denn übrigens online? Adastrahof? Niago? Oh, nur Abschüsse, dreimal gestorben. Ja, das passiert natürlich auch. So. F. Kobalt. So, und blau und auch Schriftgröße 20. So, und dann haben wir da noch Pentaxid. Das war... Genau. Pentaxid. Okay. 20 und das war dieses helle hier. Oder so ähnlich. Nicht das helle. Okay, Pentaxid. Gut, dann haben wir die auch gleich eingemarkiert. So, Silizium. Silizium, so natürlich extrem voll, ne? Das war ja der kleine Bug, den wir in der einen Folge hatten. Wenn wir die gleich mal leer machen, weil dann müssen wir ja dann die nächsten noch... So. Das können wir eigentlich nach hinten mal schmeißen. Wir könnten natürlich auch noch Kisten aufbauen, ja, aber würde ich sagen, das reicht erstmal, wenn wir das hier in die letzte Kiste schmeißen. So. Das ist ja auch alles Silizium, 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 Silizium. Holla die Waldfee, haben wir viel Silizium. Na? So, Satium. Kupfer. Ich markiere das auch immer, die Namen natürlich auch immer in der Farbe der Barren. Dann findet man das beim Einsortieren eigentlich super schnell. Das ist ganz angenehm. Man könnte dann natürlich auch noch die Kisten farblich markieren. So. Ich glaube, das kriegen wir die alle hier noch rein. Haben wir hier noch? Ah, Magnesium und Promethium. So, dann das Promethium hier rein. Und dann können wir hier das Magnesium machen. Das haben wir nämlich auch noch gar nicht. Das ist, kann man nicht in dem Rohr umwandeln lassen. Aber ist okay so. Magnesium. Gucken, ob wir das auch auf 20 hinkriegen. Ja, kriegen wir auch hin. So, dann machen wir das hier so. Weiß, das passt. Was war denn der zweite? Ja. Magnesium. So, auch auf 20 hoch. Oh, ja, eine Folge hier mal mit ein bisschen Sortieren gemacht, damit ihr das auch mal seht, für die, die das Spiel noch nicht so lange spielen. So, automatisches Bergbaugerät T3. So, hier haben wir 2 T2. Eisenbarren. Hier haben wir Energie. Wasserstoffflasche. Okay, dann holen wir uns jetzt erstmal die Wasserstoffflaschen. Und wir machen mal Licht an, damit ihr auch was seht und ich was sehe. Ja, leider ist ja mein Garten da irgendwie ein bisschen eingegangen beim letzten Mal. Aber was soll's, das gehört nun mal auch mit zum Spiel dazu. So, Wasserstoffflaschen. Wasser. Und
Sauerstoff. Okay. Haben wir das auch erledigt? Dann können wir den Wasserstoff wieder umwandeln in Energie. Also mit den Wasserstoffflaschen. Und dann werden wir mal noch unsere Bergbaudinger upgraden. So. Die erstmal weg. Die erstmal hier hin. Was haben wir denn hier noch? Noch ein Siliziumbahn. Haben wir jetzt hier noch. So, gucken, ob wir hier keine. Keine Bergbaukerne mehr oder Bergbaugeräte noch haben. So, da war Magnesium drin. Okay. Dann passt das alles. So, die hier rein. Wasserstoffflasche. Aus Wasserkanister. Und Stahlplatte. So. Dann können wir eigentlich. Wie viel brauchen wir dafür? 5. 1, 2, 3, 4, 5 sind 100. 120. Oh. Stopp mal. Ja. So. 120 und dann können wir hier en masse wieder produzieren. En masse. Okay. Gut. Dann können wir hier den. Jetzt kann ich mal, wo ich den Sauerstoff hier noch hatte. Hier hatte ich den Sauerstoff. Was haben wir hier hinten noch drin? Nichts weiter. Gut. Was ich jetzt noch mache. Ich habe eine City zu machen, noch einen drin. Wenn wir jetzt gleich mal noch rausschmeißen. Wir werden jetzt nochmal gucken. Ich weiß nicht genau, weiß, was ich zum Upgraden brauche. Das heißt, wir werden jetzt mal unsere. Schnell mal unsere Autominer anfliegen. Ja. J. Mach an den Puppen. So, P. Auffüllen. Geht nicht. Auffüllen geht nicht. Okay. Power an. Und wir fliegen mal zu dem Promethium-Lager. Ist natürlich wieder dunkel. So. Okay. Natürlich. Warum musst du denn hier runterfallen? Okay. So. Der ist natürlich voll. Links, Shift und F und dann kommt der hier hin. Ja. Okay, und jetzt upgraden. Upgraden. Okay, 5-mal Zaskosium-Legierung, alles klar. Aber in der Zeit können wir natürlich den hier hinsetzen und weiter unser Promethium machen lassen. So, also 5-mal Zaskosium-Legierung. So, Silizium brauchen wir nicht wirklich. Aber wir haben ja noch die anderen. So, wenn wir vielleicht jetzt einmal den Eisen gleich leer machen und dann die zwei, die wir noch haben, auf die T3 umwandeln. Genau. So. Okay. Obwohl, die können wir gleich nach unten packen. So, wir brauchen Zaskosium-Legierung. Haben wir Zaskosium? Doch, haben wir ja.
komm, dahin, dahin, dahin. Wenn wir es jetzt mal sortieren, das, was wir jetzt am nötigsten brauchen. Lithium brauchen wir eigentlich nicht. Aber dann soll er hier mal durchmachen. Gold haben wir auch nicht. Wir müssen eigentlich mal zu diesem Goldding hin. So, okay. Das mal hier rein. So, Zaskosium Legierung. Wo bist du? Wo ist die? Warum finde ich das hier? Ach, hier brauchen wir noch die Restrumwaren. Ah, alles klar. So, wir haben zwei Stück, das heißt, wir brauchen... zehn. Okay. So, und dann können wir das Zeug hier mal so. Wir haben Kupfer noch auf der Tasche. Können wir hier reinmachen. Wir haben Promethium. Ja, können wir auch erstmal hier reinmachen. Und Erestrum. Juhu, überall was drin. Jetzt wäre natürlich noch schön, wenn man eine Füllanzeige hätte oder beziehungsweise anzeigen lassen kann, was es alles so gibt. Aber das wird wohl nicht in naher Zukunft passieren. So, jetzt haben wir die Zaskosium-Legierung. Und jetzt düsen wir schnell mal noch zu dem Eisenlager hin und zack. Zu den anderen beiden. Gleich mal Überflug machen hier schön im Dunkeln. Ihr wisst ja, im Dunkeln ist gut munkeln. Und auch einmal Grünlicht hier anschalten. Wir haben hier keine Gegner mehr, außer die standardgemäßen. Und es kommt ja auch bald die 8.0 raus. 8.0. Dann geht's wieder los. Survival mit Oddi. Katastrophen-Let's Play. Und eventuell sogar. Jetzt mal gucken, wo hier mein Dings war. Nee, Damage. Und. Oh, hell. Ich sehe nichts. So. Ja, größere Planeten. Alles ist viel größer, alles ist viel weiter weg. Dann wird die Drohnenbasis auch noch da sein. Die wurde ja relativ schnell hier gekapert von einem Spieler, der hier auch mitgelandet ist. Was steht da hinten? Ist das nicht die Neptun? Ist das nicht die Neptun? Ja, haben wir hier schon wieder so einen Nebel. So, auf alle Fälle ist hier das Kupfererzlager. Ja, ist ja gut. Ach, der ist auch noch gar nicht geupgradet. Ah, scheiße. Ich hatte auch schon überlegt. Ah, ne, ist doch ein T3er. Ah, okay. So. Upgraden. Okay, und Energy rein. Energy rein. Okay. Zumindest wissen wir ja, dass wir auf Himmel... Achso, wir wollten ja noch kurz hier mal rüberfliegen. Also hier Retz, neue Heimatlandebasis. Das hier ist die... Neptun, glaube ich. Ach ne, die Nautilus. Nautilus, entschuldige bitte. Liebe Ratten, entschuldigt. Ja, fast.
das hier grob fahrlässig gehandelt. So, 2,8 Kilometer. Ja, mit meinem Razer hier, der fast unverwüstbar ist. Also, ja, ich habe mit dem das Alien Headquarter, gab es auch mal in den Staffeln davor, ja, soll man nach Alien HQ gucken, habe ich es geschafft, das Ding fast komplett alleine auszunehmen. Ja, mit meinem lieben, guten Razer. Jetzt wird es wieder dunkel hier. So, und dann haben wir noch einen Bergbaukehr, automatisches Abbaugerät. Das werden wir jetzt mal hier hinten uns schnappen. Was ist da für eine... Ach, hier, das Research Center. Ja, ich weiß, wo wir angefangen haben auf dem Planeten. Und ja, schaut selbst die ersten Folgen. War doch sehr interessant, wie wir fliehen mussten, vor allem von allem. So, wo ist denn hier ist das Ding? So. Okay. Links Shift und F. Alles klar. Dann den aufgebaut. Upgrade und den nochmal voll gemacht. Jetzt geht einer wieder weg. So. Dann haben wir jetzt hier drei automatische Bergbaugeräte. Alle upgraded. Sehr schön, so muss das sein. Ja, da sind wir ja hier gelandet und mussten hier raus und mussten dann vor den Viechern fliehen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war schon kritisch. Ja, auf Himmel lohnt sich natürlich nicht. Lohnt sich nicht, ein Bergkurgerät hinzustellen. Wäre natürlich schön, aber es wird jeden Tag resettet. Immer um 5 Uhr. 5 Uhr nachts. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich will nur, also ich möchte den Bug nicht ausnutzen. Ich will nur gucken, ob es mittlerweile gefixt ist. Oder ob wir voll sind. Nee. Jetzt muss ich alle mit der Hand rüberziehen. Hätten wir nur einen hingepackt. Ne, geht noch nicht. Kann hier nichts mit Shift. Geht nicht. Muss ich alle mit der Hand einzeln rüberziehen. Ist auch nicht so wild. Also haben sie das hier noch nicht gefixt. Aber wir haben ja genug Silizium. Also so ist es nicht. Das soll uns hier mal nicht stören. So. Obwohl hier noch 42% Rohstoffe da sind. Naja, aber das ist ja nicht so wild. So, auf zur Basis. Und da hatte ich mir eigentlich überlegt, dass es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. In der Galaxie rumfliegen ist jetzt nicht wirklich eine Option. Also nicht alleine. Vielleicht findet sich jemand, der dann eventuell mit mir losziehen möchte. Aber ich kann halt nicht immer aufnehmen und ist ja auch nicht immer jeder online. Ist natürlich etwas schwierig. Aber das Grundsystem kennt ihr ja soweit. Also es gibt da zwei Möglichkeiten. Wir werden das Let's Play jetzt hier entweder beenden, zeitnah. Oder wir haben ja jetzt genug Ressourcen. Also grundsätzlich genug Ressourcen, sage ich mal. Und bauen zusammen ein großes Raumschiff. Nochmal. Also diesmal was etwas besser ist. Als diese Brotkiste vorher. Ich meine, die Brotkiste hat uns natürlich super geholfen. Ja, wir sind mit ihr über hingekommen. Aber ja, die zwei Optionen haben wir. Und
Das Kursium. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was euch gefallen würde. Lieber zu sagen, okay, ja, ist jetzt eigentlich alles alter Hut. Wir brauchen nichts mehr hier sehen. Wir warten lieber darauf, dass du... dass du in der Staffel 8.0 wieder voll loslässt. Ich habe hier noch übrigens den Hut auf, den Helm auf. Ja, aber das ist so mein Plan. Also es gibt, wie gesagt, diese zwei Möglichkeiten. Entweder wir hören jetzt hier an dieser Stelle auf, ja, oder wir bauen zusammen im Weltall mal ein großes Raumschiff. Das andere habt ihr gesehen, das haben wir auf der Erde gebaut. Das Teil ist übrigens oben am Raumschiff dran, ne? Falls ihr euch die letzte Folge gesehen habt. Oder ihr sagt, ja, Olli, ist soweit okay. Hol dich mal. Wir bauen zusammen, beziehungsweise wir gucken uns zusammen hier Kondensator ins Diskursium gegen Strom spulen. Wir warten darauf, dass die 8.0 losgeht. Also ich freue mich auf eure zahlreichen Kommentare. Ja, jetzt ist ja auch alles mal markiert. Jetzt haben wir genug Rohstoffe gehabt. Oben wird das ja eh alles umgebaut. Da ist ja der Hochofen für da. Wir haben ja auch hier unten noch unser Gärtchen, das wir ja noch reparieren müssten. Also es liegt an euch. Was wollt ihr machen? Ich kann hier tote Pflanze. Ist alles hier ein bisschen kacke gelaufen mit den Pflanzen. Das war, glaube ich, Fasern, ne? Haben wir zwei Felder Fasern? Ja. Gucken, ob ich die irgendwo vielleicht bei Astik oder... Nein! Astik oder Xenolos werden kann. Was? Ah. Dieses Spiel, ja. So. Hier hin. Und hier hin. Ne. Die wackeln hier auch so komisch rum. Diese komischen Alien. Komische Alien-Zeug. So, und die Frage, was kann man denn noch mit toten Pflanzen machen? Das wäre mal interessant herauszufinden, ja? Tote Pflanze. Kommt mal hier unten hin. Vielleicht können wir die irgendwo verkaufen. Ich brauche bestimmt einer. So, Pflanzenfasern. Brauchen wir erstmal, ich glaube, 9 Stück, ne? Hier rein. Mais, Kürbis, Tonnen, Pflanzenfasern. Nährlösung. Nährlösung kriegen wir aus Gesteinsmehl, gereinigtes Wasser und aus verdorbenen Lebensmitteln. Hier sind auch noch tote Pflanzen. Okay, wir brauchen mal ein paar Lebensmittel, die verdorben sind. Alienanteile. Haben wir hier noch was drin? Ach ne, hier. Ja, hier haben wir zum Beispiel was drin. So. Dahin. Und hier haben wir auch noch eine Nährlösung. Hierhin. Okay. Pflanzenfaser. Wir brauchen 18. Dann können wir 20 herstellen. Oh, hier ist auch Kaffee. Ja, Kaffee saufen ist auch immer was Schönes. Hier, Eleon-Kuchen. Haben wir gut hergestellt hier. Ja, das ist natürlich optimal gelaufen. Ja, was ich mir so für das Spiel vielleicht auch wünschen würde, ne? Das haben wir auch noch nie wirklich drüber gesprochen. Was waren das? Auch Pflanzenfasern? Das ist Tomatenkeime. Dass man irgendwie ein bisschen mehr mit den anderen agieren muss, also
handeln oder wie auch immer in irgendeiner Art, Form, Art und Weise. So, ihr seid alle taufrisch hier, ne? Ihr seid alle gut drauf. Okay, hier Tomaten. Dann ist hier Durian. Ja, hier haben wir auch lange dann gebaut. Ja, also wie gesagt, dass man mit den anderen mehr interagieren muss. Also man kann die natürlich auch komplett alleine durchspielen und überleben. Ich meine, wir haben ja grundsätzlich überlebt, ne? Wir haben genug Essen, wir haben alles. Aber ich glaube, da war Mais hier drüben, ne? Aber irgendwie, dass man mehr handeln muss. Also, dass es Produkte gibt, die man zum Beispiel nur hier bei mir kriegt. Oder Produkte, die es nur von den Reds gibt. Keine Ahnung, also irgendwie sowas in die Richtung. Also wir brauchen Durian zwei Felder. Das war hier Kürbis zwei Felder. Und dann hatten wir hier Mais. Nee, Mais und Getreide, ne? Ja. Okay, so, jetzt die noch weg. Gut, haben wir jetzt zumindest aufgeräumt. Dann können wir das gleich nochmal abholen. Jetzt mache ich die Folge doch noch ein bisschen länger. Habt ihr noch ein bisschen was zu gucken? Ja. So, wir brauchen Weizenkeime. Tomatenkeime. Durian. Achso, da gab es mehr von. Na gut. Egal. So, Mais. Eins, zwei. Davon gibst du mal drei Stück raus. Na gut. Machen wir auch 10 Stück. Schad ja nix. Müssen wir im Raumschiff auch noch was wieder fixen. Das ist auch alles eingegangen. So. Kürbis, nicht weit umrühren. Durian und Kürbis. Dann kann er das hier schön herstellen. So, Kürbis, 10 Stück. Tomaten haben wir 3 Felder, sind 18. Okay, 10 Stück. Mais stellt er gerade her. Durian. Dafür brauchen wir Durian. Okay, pflanzen wir das Zeug erstmal an. So, Pflanzenfasern. Was? Das meine ich. Was? Da hat er so lange gebraucht zum Umplüppeln, bis er mir den doch noch weggezogen hat. So. Okay. Jetzt diese hier noch fertig. So, denn Tomaten. Das ist erledigt. Was haben wir hier hinten? Weizen. Schon. Durian ist da vorne. Ah, Durian brauchen wir noch ein paar. Tomatoes. Aber das waren ja doch keine kompletten 9er Blöcke.
Aber nicht so zurück, wir brauchen trotzdem. Ja, wie gesagt, fürs Raumschiff brauchen wir die. Weil da habe ich aus Versehen ausgedrückt und dann war dies alles weg. So, und Kürbis auch nochmal hier. Kürbisse brauchen wir auch 9. Ne, 18. Fürs Schiff auch nochmal welche. Wie viel Platz haben wir noch? Ja, haben wir noch ein bisschen. Können wir einmal alles komplett abernten. Dann können wir da noch Kaffee auch noch herstellen. Sehr schön, sehr schön. Dann ist hier auch einmal sauber durchgepflügt. Aquabär für Schnaps. Space Orangen. Und hier diese komischen hässlichen Dinger. So, wie viel Platz haben wir noch? Ja, ein bisschen. Dann können wir noch Tomaten auch noch abernten. Und dann gleich noch ein paar Dosen herstellen. Bin ich auch mal gespannt, das soll sich ja, dieses Nahrungssystem soll sich ja auch ändern. Ne? Also man soll jetzt bei den Gemüsedosen nicht mehr quasi reineweg Tomaten brauchen, sondern irgendwie halt die speziellen Zutaten werden irgendwie halt alles so zählt zu Gemüse, ne? Also man braucht dann Gemüse und das und das und das, aber Gemüse kann durch dem und dem und dem hergestellt werden. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Fasern, die brauchen wir nicht mehr. Tomaten brauchen wir auch nicht mehr. Mais brauchen wir. Kürbis brauchen wir. Tomatenkeime. Dann können wir. Kürbis haben wir jetzt 10. Dann machen wir nochmal 10. Durian. Machen wir 20. Tomaten. Mais haben wir. Mais haben wir. Und nochmal Tomaten. So. Und den Rest können wir mal hier drüben reinschmeißen. Dann kann er das alles mal hier produzieren. So, was brauchen wir hier? Aqua-Sekt. Kaffee. Ein Ei. Wo kriege ich denn ein Ei her? Eieieiei. Ein Ei kriegt man von Hühnern. Ja, falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Wo kriege ich Eier her? Ja, komm hier, diesen Dosen können wir mal hier und Mass herstellen. Ich weiß gar nicht, wie viel Kaffee ich brauche. 4 Kaffeebohnen. Ja, das war's auch schon. Ja, Sekt und Kaffee. Also, das wächst hier alles schon mal gut voran. Und wir schnappen uns jetzt hier mal die Kürbisse und die Durians. Und werden jetzt die Felder hier nochmal schick machen. So, was haben wir hier auf der Tasche? Ist, das war Mais, genau. Mais, 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 Mais. Und dann haben wir hier Weizen, Kürbisse. Mais ist erledigt. Kürbisse brauchen wir noch. Olli, geh mal bei Kodo in die Schiff. Bohrer Bauschule. Was? 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 Ich bin verwirrt. Mit die. Das ist Durian. Wir brauchen noch ein
ein paar Kürbisse. Astik, was soll ich machen? Nee. Was soll ich machen? Ali, geh mal bei Kodo in die Schiff-Bohrer-Bauschule. Astik, ich habe keine Ahnung, was du meinst. So, Fasern. Okay, wir brauchen aber noch Kürbis. Kürbis, Kürbis, Kürbis. Man erleidet ja fast körperliche Schmerzen, das in deinem Video zu sehen ist. Was? 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 Profi am Werk. Profi am Werken. Weizen, Tomaten. Ich brauche aber doch noch Kürbis. Kürbis. Hier, komm, Kürbis hier. Kürbis. Oder? Kürbis fehlte mir noch. Oh, ey, nicht zu viel. 10 Rechner aus. So, und dann das Zeug noch hier rüber. Zack, zack. Gut, 16 Dosen noch mal rausgekriegt. Ja, wenn wir natürlich einmal komplett abernten, dann sieht das ja auch ganz anders aus. Aber wir sind ja eh hier. Guck mal an, wie viel Fleischdosen wir haben. Und warum ich das hier mache, dann fühlt sich das immer sehr schön auf, wenn man... Ja, kann man nicht aus Versehen was anderes reinklicken, muss ich den drüber holen. So ein Klick und dann werden hier 20, wird jetzt alles hier aufgefüllt. Und wenn das alles voll ist, dann freuen wir uns. Ja, so wie hier. Da habe ich dann 2 reingemacht. Und hier ist ja auch noch alles andere. Wir haben noch Notfallverpflegung en masse, ja. Hier. Früchte, Weltraumorangen, Meeresalgen, Pommes, ein Dino-Eintopf. Was wir alles nicht brauchen. Aber wir haben es. Wir haben es auf der Tasche. So, Tomatenkeim. So, davon haben wir jetzt genug. Jetzt Kürbis haben wir nicht mehr viel gefehlt, oder waren es auch 2 Stück, die gefehlt haben? Genau, dann werden wir die jetzt noch anpflanzen und dann würde ich sagen, dann machen wir auch Schluss. Das reicht ja schon aus. Wir sind schon bei 44 Minuten oder 43, so in die Richtung. Eins hat nur noch gefehlt. Nein, doch, hier 2. Ha, habe ich doch gewusst. Kürbis, Kürbis, Kürbis. So, hier sind die Durians, die können wachsen. Da sind die Tomaten, die können auch wachsen. Kürbis, Kürbis. Hier die, genau die Dinger. Und alles wunderschick. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt es in die Kommentare. Es soll weitergehen oder eben nicht. Aloe Pflanzenfasern, Aloe Vera. Ja, wir haben ja genug von dem Zeug. So, dann können wir das erstmal wieder rüber machen. Das rüber. Das, nicht rüber. Das rüber. Honig, Kaffeebohnen. Und der Rest kann erstmal hier drin bleiben. So, dann können wir hier noch ein paar... Ich wünschte, ich hätte ein Ei. Dann wären wir zweierlei. Was brauchen wir hier für? Kurbeere. Wofür brauchen wir denn die Pathering-Früchte eigentlich? Okay,
Käse, rohes Fleisch, braune Pilze. Okay. Brot, texturiertes Eiweiß, Axtfrüchte, Käse. Alter, Veggie-Burger. Wer ist denn den Veggie-Burger? Ein Ei. Ich brauche ein Ei. Alien-Honig für den Schinken. Ja, ich weiß noch nicht. Ja, was kann man denn aus diesen Pethering-Früchten noch machen? Das würde mich mal interessieren. Alter, Space Durians. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal richtig Durian gegessen hat. Thailändische Durian. Ist nicht so lecker. Also Foreigner, also Ausländer mögen das so gut wie gar nicht. So, die können wir bei uns hier mal auf die Tasche packen. Ja, also, das war's. Schreibt's in die Kommentare. Es soll weitergehen, Raumschiff oder was auch ich. Ansonsten, oder ihr schreibt rein, Olli, kein Bock mehr, wir warten auf die 8.0. Ja, dann lasst uns lieber ein bisschen pausieren. Schreibt's in die Kommentare. Ich freue mich. Ich höre euch, ich sehe euch, ich bin sowieso mit euch in Kontakt. Bis zum nächsten Mal und dann und ciao. Und tschüss.